Ich habe es die letzten Sommer immer so geliebt, mir ganz detaillierte Sommerpläne zu machen und für jeden Tag einzutragen, was ich an dem jeweiligen Tag in den Sommerferien mache. Habe aber auch gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert für mich. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Jetzt ist wieder Sommer und das heißt eine neue Zeit für Smart Girl Summer. Wir werden diesen Sommer wieder ganz genau gucken, wie wir die Zeit nutzen können und uns weiterzuentwickeln, um ein Glow-Up zu bekommen, intern sowie extern und alles drum und dran. Und ich nehme euch dabei mit, deswegen vergesst auf gar keinen Fall den Kanal hier zu abonnieren. Und heute fangen wir direkt mal an mit den Grundlagen, wie wir einen Glow-Up im Sommer bekommen können. Wir werden uns zuerst auf das Interne fokussieren, also auf das Ganze in uns drin, unsere Vision, unsere Ideen für den Sommer, wie wir uns weiterentwickeln wollen und dann noch ein bisschen auf das Externe, also Umfeld und das, was man vielleicht eher mit Glow-Up assoziiert, also eher das Äußere. Um den Sommer wirklich erfolgreich abzuschließen, brauchen wir natürlich auch ein Ziel und eine Vision, weil ohne Vision machen wir einfach irgendwas, was uns aber in keine richtige Richtung bringt und das ist halt ein bisschen kontraproduktiv, deswegen brauchen wir zuerst eine Vision. Da mag ich es immer sehr gerne zum Beispiel zu journalen. Ich werde euch jetzt hier einige Journal-Prompts mal hinschreiben, die ihr aufschreiben könnt und zu denen ihr dann vielleicht mal so eine halbe Stunde überlegen könnt, was euch dazu einfällt, um eben eure Vision für den Sommer herauszufinden. Was ich auch immer gerne mag, ist Vision Boards. Dazu habe ich auch schon unzählige Videos für jedes Jahr eigentlich, wie ich mir Vision Boards erstellt habe mit meinen Zielen, meinen Herausforderungen vielleicht für dieses Jahr und wie ich sie meistern möchte. Und dass ich auch schon im letzten Vision Board Video erzählt habe, ist, dass ich auf das Vision Board nicht nur Fotos draufklebe von Pinterest oder so, sondern auch eigene Fotos draufklebe und vor allem mir auch Sprüche und so Denkanreize draufklebe. Denn ich glaube, das ist das, was sich jetzt endlich auch zu der Aktion anregen wird. Und wenn du die ganze Zeit nur Bilder siehst, denkst du so, ja, ist ein cooles Leben, ist halt nett, aber das bringt dich nicht wirklich dazu, dafür zu arbeiten und dafür was zu tun. Und deswegen finde ich diese Denkanreize doch ganz schön und habe sie jetzt auf meinem jetzigen bzw. auf meinem letzten Vision Board auch drauf gehabt. Aber dazu gibt es mehr in meinem jeweiligen Vision Board Video. Generell mag ich sehr gerne, mir Sprüche in mein Zimmer zu hängen. Hier links sieht man zum Beispiel, das ist gerade ein bisschen verdeckt von der Blume. Studying sucks less than failing. Also lernen ist weniger schlimm, als dann das nicht das Beste gegeben haben, dann deswegen durchzufallen. Mal grob übersetzt und mal grob beschrieben. Und ich mag es generell gerne in meinem Zimmer irgendwelche Bilder oder Sprüche zu haben, die mich einfach so ein bisschen dazu zum Denken anregen und dass ich darüber nachdenke, was ich eigentlich jetzt wirklich mit meiner Zeit machen möchte. Ja, ich glaube, das haben ganz viele Menschen in ihrem Zimmer und ich finde es auch total schön, weil mich das doch im Sommer auch mal hin und wieder einfach so zurückholt in die Wichtige zu den wichtigen Dingen. Und ich glaube, das Wichtige, wenn wir unsere Ziele setzen für den Sommer, ist nicht daran zu denken, was muss ich machen? Was muss ich jetzt machen, was wird von mir erwartet? Was ist jetzt das Richtige für den Sommer? Sondern vielleicht eher auf sich selbst zu hören und zu überlegen, was will ich machen? Was ist die Version, die ich im Ende des Sommers sein will, sein möchte? Was macht mir Spaß? Wie möchte ich meine Routinen designen, sodass ich für mich persönlich das beste Gefühl rausholen. Ich habe ganz oft bei Morgenroutinen zum Beispiel immer geguckt, wie ich die richtigen Aktionen irgendwie einplanen kann. Und es hat mir schon immer so eine kleine Resistenz irgendwie gegeben, mich dann wirklich anzuschränken, es durchzuziehen und sich daran erinnern, dass es wirklich für einen selbst das Beste ist und dann Aktionen einplanen, die einem selbst Spaß machen, die einem selbst auch in dem Moment vielleicht mehr freuen, hilft es auch, das eher durchzuziehen. Ja, da muss man so eine gute Balance finden, aber ich meine, gerade im Sommer müssen wir oder sollten wir vor allem Dinge machen, die uns ja auch Spaß machen. Wenn wir unsere Vision haben, geht es jetzt zur Ausführung. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, habe ich mir früher total gerne Listen gemacht und so riesengroße Kalender, Seiten ausgedruckt und mir dann für jeden Tag aufgeschrieben, was ich an dem jeweiligen Tag mache. Das Ding ist halt, in den Sommerferien haben die meisten Leute nichts zu tun und ganz viel Zeit und dann kommt es mal gerne vor, dass Leute dich anrufen und sagen, hey, hast du morgen Zeit, wollen wir heute noch was machen oder so. Und ich finde, diese Flexibilität ist einer der großen Vorteile im Sommer und das sich wegzunehmen, indem man jeden Tag voll plant, finde ich blöd. Ich mache es tatsächlich immer noch so, dass ich mir halt die Urlaube einplane, weil da habe ich ja sowieso keine Zeit oder auch zum Beispiel meine Videotage eintrage oder sowas, aber diese ganz detaillierten Pläne mache ich mir lieber auf einer Daily-Basis, also dann lieber nur heute für den Tag morgen. Trotzdem finde ich es wichtig, sich Gewohnheiten zu setzen, weil das letztendlich das auch ist, was dich weiterbringt und die Chance, dass du heute sagst, ich habe gar keinen Bock, das morgen zu machen, ist wahrscheinlich ja. Deswegen diese Systeme und Gewohnheiten zu haben, kennen wir ja schon von meinem Kanal, ist da sehr wichtig. Das heißt, ich überlege mir im Sommer, was ich für
Bereiche meines Lebens habe, wie ich mich da verbessern möchte und was ich da genau machen kann. Das war für mich vor allem immer das Sprachenlernen. Ich habe immer sehr gerne Spanisch und Koreanisch gelernt. Aktuell bin ich wieder bei Koreanisch dabei. Und ansonsten sowas wie Sport fand ich immer ganz nett und Lesen war auch immer eine Sache, die ich für wichtig empfand. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte jeden Tag in der Sommerferien eine Stunde Koreanisch lernen, eine Stunde Sport machen, eine Stunde Lesen oder sowas, hat man halt 3 Stunden weg am Tag, aber ich glaube, das ist auch okay in den Sommerferien. Und so kann man sich dann doch Dinge einplanen, die für einen wichtig sind. Muss auch nicht auf einer Daily-Basis sein, man kann ja auch sagen, ich möchte 3-mal die Woche Sport machen oder so, je nachdem, wie ihr das für euch plant und wollt, aber ich glaube, so eine Konstante zu haben, die sich wiederholt, aber eigentlich zu sehr einschränkt, ist der richtige Weg. Oh, meine Mutter saugt gerade, hört man das? Genauso finde ich es auch wichtig, dass man sich, wie ich ja schon gesagt habe, nicht zu sehr einplant. Denn das versuche ich immer ganz oft, weil ich Pläne liebe und Organisation liebe. Und ich glaube, das machen ganz viele von euch auch. Aber diese Flexibilität möchte ich halt schon gerne haben. Gerade im Sommer, wenn es ja auch eine Zeit ist, in der man Spaß haben soll und sich auch ein bisschen entspannen soll. Und deswegen mache ich mir gerne so einen Topf voller Ideen, nenne ich das einfach mal. Oder so eine Menükarte von Ideen, die man machen kann im Sommer. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ich mache, soll und dann vielleicht verführt bin, nur an meinem Handy zu hängen, nur auf Netflix zu hängen oder was zu machen, was mich nicht freuen wird eigentlich, nur in dem Moment irgendwie sich gut anfühlt, greife ich dann zu diesem Stapel an Ideen zurück und kann dann gucken, was ich machen kann. Diesen Stapel von Ideen könnt ihr euch ganz einfach selbst zusammenstellen. Ihr könnt euch ja zum Beispiel sehr, sehr gerne meine Tipps gegen Langeweile Videos angucken. Ich habe da auch schon mega viel zu gemacht und irgendwie Ideen, was man machen kann. Jetzt mal grob zusammengefasst, sowas wie kleiner Schrank ausmisten, lesen, mit dem Hund rausgehen, falls ihr ihn habt oder irgendwie sowas, halt irgendwelche Ideen. Dann schreibt ihr euch die auf und dann könnt ihr diese produktiv und schöne Ideen dann verwenden und machen, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Also das finde ich immer irgendwie auch ganz nett. Trotzdem ist es mega, mega wichtig, auch wirklich mal eine Pause zu machen. Ich meine, gerade in den Sommerferien, wenn die meisten von euch diese Ferien jetzt gerade haben, ich denke schon, ist man ja so von der Schule erstmal fertig und denkt sich so, ja, okay, und hat sich das wirklich verdient, weil die Ferien sind nun auch mal zur Erholung da und nicht nur zum Durchhasseln, deswegen diese Pause habt ihr euch verdient und ist dementsprechend auch wirklich essentiell im Sommer. Egal, was ihr macht, ob ihr in der Schule seid, ob ihr eine Ausbildung macht, ob ihr studiert, arbeitet, whatever, Pause ist wichtig. Vergesst auf jeden Fall nicht, auf den Kanal hier zu abonnieren, falls ihr mehr solche Videos wollt. Wir kommen jetzt wieder zum externen Bereich. Ich habe erstmal kurz diese Werbung hier, weil diesen Sommer gibt es wieder Smart Girl Summer. Das heißt, ich nehme euch wieder mit in meinem Sommer und zeige euch ganz genau, wie wir intern und extern glow upen können. Vergesst nicht zu abonnieren, alles kostenlos, seid immer mit dabei. Jede Woche 3 Videos, wenn ich es schaffe. Jetzt machen wir weiter mit dem externen Bereich. Und meine Mutter saugt gerade, Leute. Was ich schon am Anfang der Sommerferien gemacht habe, beziehungsweise am Anfang des Sommers gemacht habe, ist mein ganzes Zimmer ausmisten. Ich habe mir da wirklich jeden Bereich vorgenommen, habe mit meinem Schreibtisch angefangen, werden die ganzen kleinen Schubladen ausgemistet, mein Kleiderschrank, alle Bücher und so, und es ist so ein befreiendes Gefühl, no joke, einfach eure Sachen vielleicht sogar mal wegzuschmeißen, wenn sie nicht mehr funktionieren, oder Dinge ein neues Zuhause zu geben, wenn das so klappt, das finde ich sehr gut, also gerade Kleidung ausmisten, verkaufen, verschenken, spenden, man kann auch ganz gut so Schreibwaren auch spenden, ich habe das zum Beispiel damals an meinen damaligen Kindergarten gespendet, also es gab ganz viele Möglichkeiten und es fühlt sich so gut an, den Sachen an euch zu Hause zu geben und sie auszumisten und wegzuhaben und diesen ganzen Ballast nicht mehr hier zu haben, weil ganz ehrlich, ich habe so viele Sachen hier oder hatte so viele Sachen hier, die ich eh nicht benutze und die nur ja einfach Ballast sind, so sage ich es einfach mal. Und Leute, ich habe dieses Abitur gemacht, es war so schön, meine ganzen alten Schulsachen wegzuschmeißen, denn ich hatte noch mega viel aus der Grundschule sogar, denn ich mir immer dachte, ja, irgendwann werde ich das noch gebrauchen. Aber nein, Leute, ich werde nicht irgendwann noch die schriftliche Division aus der 3. Klasse brauchen oder so. Deswegen gut, dass das weg ist. Außerdem habe ich auch meinen Schmuck ausgemistet und ich mag es jetzt viel mehr, vielleicht so 3-4 Pieces zu haben, die ich dann aber auch jeden Tag oder öfter trage. Und dann ist auch so, dass wir weniger morgens nachdenken müssen und unsere Decision Fatigue dadurch vorbeugen können, weil wir nicht so ein wenig unnötige Entscheidungen machen müssen und damit unser Gehirn nicht belasten müssen. Also sowas finde ich auch ganz schön. Oder auch ein Capsule Wardrobe dann zu machen, weil der nächste Punkt, also sich einfach die Kleidung rauszusuchen, die einem gefällt, und dann aber das auf das Mindeste zu reduzieren. Aber Dinge zu haben, die man mehrmals kombinieren kann. Zum Beispiel jetzt hier dieses schwarze Top kann ich mit sehr, sehr vielen Dingen kombinieren. Oder deswegen muss ich mich morgens weniger entscheiden oder weniger Aufwand aufbringen, um mich zu entscheiden für Kleidung und für Outfits. Und das finde ich ganz nett, weil ich möchte nicht meine ganze Brain Capacity nutzen für mein Outfit. Weil ich habe viel wichtigere Dinge am Tag zu tun. Und deswegen ist das schon mal eine Sache, die ich sehr empfehle. Ebenfalls ist es auch gut für die Reise,
Reisen und Urlaube, die ihr dann in den Sommerferien macht, weil dann habt ihr auch weniger Dinge, die ihr mitnehmen müsst und habt dann mehr Dinge, die ihr gut kombinieren könnt. Also ich finde, es ist eine Win-Win-Situation für jeden. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man zu viele Klamotten haben sollte. Der nächste Punkt ist Make-up und Self-Care, beziehungsweise eher so dieses Self-Care, was auf Social Media Anklang findet, also dieses typische mit Masken, bla bla bla. Und auch da sage ich, ausmisten ist das Beste, weil ich hatte auch mega viel Make-up, was sogar schon abgelaufen ist, und ich benutze ja gar nicht so viel Make-up. Ich habe wirklich ohne Spaß so 4-5 Produkte, die benutze ich dann halt jeden Tag und den Rest benutze ich nicht. Und auch da, das Ganze auszumisten, hilft nicht nur eurem Schrank, sondern auch eurer Haut und eurer Gesundheit generell, weil abgelaufene Dinge zu benutzen ist auch nicht gut, und so lange aufzubewahren, bis sie ablaufen, ist halt auch nichts Sinnvolles. Deswegen auch da ausmisten, nur die wichtigsten Dinge haben, dann die wichtigsten Dinge mal nachzukaufen, finde ich da den richtigen Weg. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, aber das ist das, was ich gut finde. Leute, ich habe noch viel, viel mehr Ideen, wie man in dem Sommer glow upen, gibt es dieses Verb, ein glow up bekommen kann. Ich muss jetzt aber leider los und werde auf jeden Fall in den nächsten Videos auch mehr Tipps mit euch teilen. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, um das alles nicht zu verpassen. Das war's für heute. Eine grobe Einführung für den Sommer, damit ihr eure Vision schon mal habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffentlich bis bald. Bis dann. Tschüss.